IHK Reutlingen. Infos zu unseren IHK-Netzwerken finden Sie auf www.ihkrt.de/netzwerke. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder E-Mail unter 07121 2010 oder netzwerke@reutlingen.ihk.de. Hallo und ganz herzlich willkommen zu RTF1 unterwegs, dem neuen und schnellen Talkformat für Sie. Heute sind wir in Tübingen, genauer gesagt, und Sie sehen es jetzt auch gleich im Bild, im Sparkassenkarree Tübingen, denn dort findet heute eine Informationsveranstaltung statt rund ums Thema Netzwerken. Mein Name ist Julia Bauer und ich nehme Sie jetzt gleich mal mit, dass wir schauen, was da genau passiert. Und zwar treffen sich hier heute Unternehmerinnen und Unternehmer der Region, um sich darüber zu informieren, wie man am besten berufliche Kontakte knüpft, diese dann auch pflegt und am Ende hoffentlich erfolgreich nutzt. Ja, man sieht, die Hallen füllen sich so langsam und wer hier anwesend ist, das sind die Mitglieder und Freunde der über 50 Netzwerke der IHK Reutlingen. Und wenn ich über 50 sage, dann heißt das, da ist wirklich für jeden was dabei. Da gibt es natürlich Netzwerke rund um klassische Themen wie Management, wie Vertrieb oder auch Personal. Und dann gibt es da noch so richtige Exoten. Das sind dann Themen wie E-Commerce, Kreativwirtschaft oder auch Subsahara-Afrika. Und wem das noch nicht reicht, der kann sogar sportlich werden und hinten so ein paar Körbe werfen. Den Abend leitete Dr. Wolfgang Epp, Hauptgeschäftsführer der IHK Reutlingen, mit einem Grußwort ein. Live-Speaker Nicolai de Coudre widmete sich anschließend dem Thema Kommunikation. Nicht ohne Charme und Witz erzählte er, wie man offenherzig auf andere Menschen zugehen, Kontakte herstellen und sie pflegen kann. Andreas Grauer, geschäftsführender Gesellschafter der Solex GmbH, berichtete von der Gründung des ersten Netzwerks der IHK Reutlingen. Und das befasste sich schon früh mit IT, Telekommunikation und Multimedia. Für seine damit verbundenen Bemühungen erhielt er heute den Netzwerkerpreis. Mehr zu Nicolai de Coudre und Andreas Grauer gibt es gleich im Talk. Auch werde ich mit Dr. Kirstin Schreiber, der Leiterin des Netzwerkbüros der IHK Reutlingen, sprechen. Und als Schmankerl obendrauf sozusagen, werde ich mich dann auch mal bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung umhören. Mal sehen, was die heute mitnehmen konnten. Gerade noch auf der Bühne, jetzt bei mir im Talk Nicolai de Coudre, der Experte schlechthin fürs Netzwerken. Sie befassen sich seit vielen Jahren mit den entsprechenden Tipps und Tricks. Deswegen eignet es sich ja auch nochmal nachzufragen, warum ist das Netzwerken eigentlich so wichtig? Netzwerken macht grundsätzlich, das kann man relativ einfach und schnell beantworten, Netzwerken macht das Leben leichter. Leichter, also und zwar privat und beruflich. Aus Netzwerken bekommt man Tipps, man bekommt Hilfestellungen, man bekommt Ideen. Und die vereinfachen alles im Leben und das ist es. Und darum sind Netzwerke wichtig und auch beliebt, machen das Leben auch erfolgreicher. Sie haben ja unter anderem ein Motto, ich zitiere Sie mal, persönlich zählt, Geschäftliches ergibt sich. Können Sie mir das nochmal erläutern? Das Motto ist nicht von mir, das ist von Xing. Das ist das gute, alte, bekannte Xing-Motto. Alle, die da Mitglied sind in diesem Netzwerk, die kennen das wahrscheinlich auch. Letztlich stehe ich aber voll dahinter und für mich bedeutet das, es lohnt sich beim Anbahnen von neuen Kontakten, nicht unbedingt nur nach dem Nutzenaspekt zu gehen, welcher Mensch könnte für mich beruflich interessant sein, sondern mehr nach der Energie zu gehen, nach der Sympathie. Denn da, wo ich quasi Sympathie empfinde bei Menschen, auf die ich jetzt neu zugehe, da, wo ich merke, da könnte eine Wellenlänge sein, da eine gemeinsame Wellenlänge, am besten auch ein gemeinsamer Humor, da entsteht auch schnell eine gemeinsame Beziehung. Und Vertrauen ist dann das, was relativ schnell folgt und eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert, die zieht das Geschäft dann automatisch nach sich. Das Geschäft folgt quasi der Energie und der Sympathie und ist langfristig definitiv erfolgreicher als der andere Gedanke. Sie haben es Xing schon angesprochen und Sie sprechen von Vertrauen. Ich möchte dazu überleiten, über soziale Netzwerke vielleicht auch ein bisschen zu sprechen. Ist das eher Fluch oder eher Segen und können sich die Leute über das Digitale überhaupt vertrauen?
Also für die Face-to-Face-Kommunikation, über die ich ja primär gesprochen habe, sind die sozialen Netzwerke natürlich ein Fluch, weil die Menschen alle nur noch abtauchen in die zweidimensionale Welt, nur noch auf ihren Displays kleben. Da entsteht natürlich wenig echter Kontakt in der echten Welt. Da war ja auch mein Plädoyer, einfach mal wieder den Kopf hochzunehmen, die Augen aufzumachen. Dafür muss man keine Achtsamkeitsseminare buchen und keine Bücher lesen. Da langt es einfach mal wieder, den Nacken zu benutzen und die Augen zu benutzen. Fürs Netzwerken an sich ist aber das soziale Netzwerk eine gute Ergänzung. Das tut sich gar nicht wie ganz im Gegenteil. In den sozialen Netzwerken geht es mehr um Quantität, so handhabe ich das zumindest. Darf man gerne hunderte von Kontakten haben. Es ist gut, wenn viele Menschen da draußen in der Welt wissen, wer ich bin und wofür ich stehe. Das genügt schon. Und wenn das Hunderte sind, umso besser. Da zählt Quantität. Aber wenn es letztlich darum geht, wirklich zusammenzukommen, sich gegenseitig zu empfehlen, was ja der Kern eines jeden Netzwerks ist, oder auch Geschäfte miteinander zu machen, dann ist Vertrauen wichtig. Und Vertrauen entsteht dann aber wirklich nur face-to-face. Also ich unterscheide die Netzwerke nach dem Intensivierungsgrad. Und das soziale Netzwerk ist quasi die Nummer 3. Da geht es um Quantität und dann baut sich das weiter auf. Also zwei Zahnrädchen, die ineinander greifen dürfen. Zwei andere Geschichten, darüber haben Sie auch gesprochen, ist Smalltalk und Tall Talk. Tall Talk ist jetzt nicht nur, weil Sie deutlich über 2 Meter groß sind, sondern zumindest habe ich das Gefühl, sondern ist was ganz anderes. Was denn nochmal zusammengefasst? Tall Talk ist eine Haltung. Bei Smalltalk sagen viele Menschen, da muss ich irgendwie durch, das ist irgendwie so eine Pflichtveranstaltung. Tall Talk ist wesentlich lustbetonter und ist von Neugierde getrieben. Das ist eine Haltung, die sagt, ich bin neugierig auf das, was mein Gegenüber mir zu erzählen hat. Das heißt, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wo ich vorher schon weiß, da kenne ich kaum einen Menschen, das schreckt ja viele ab. Und viele denken, oh, jetzt muss ich da irgendwie durch, zumindest ich muss durch diese Smalltalk-Phase, bis vielleicht der Vortrag im großen Plenum beginnt. Der Tall Talker sagt, ich komme auf eine Veranstaltung, ich kenne da kaum jemanden. Das bedeutet, da gibt es viel Potenzial für gute Geschichten. Ich muss sie nur entdecken. Also der ist ein bisschen Jäger und Sammler und lässt sich von seiner Neugierde leiten. Und das ist eigentlich ein guter Trigger, wie man auf Neudeutsch sagen würde, in Kontakt zu kommen. Und das ist der Unterschied von Smalltalk und Talltalk. Genau, nochmal rausgearbeitet, Smalltalk. Wie definieren Sie das in 2 Sätzen? Smalltalk. Smalltalk ist letztlich natürlich die Kunst der Gesprächsanbahnung. Und ist aber in Deutschland leider schlecht beleumundet. Warum? Ja, weil eine Gesprächsanbahnung, die erfolgreich sein will, natürlich dann besonders gut gelingt, wenn man ein bisschen Leichtigkeit mitnimmt, ein bisschen Lockerheit und ein bisschen Humor. Das sind 3 Eigenschaften, für die jetzt die Deutschen nicht unbedingt stehen. Das sind nicht gerade unsere Kernkompetenzen. Und da, wo sich der Deutsche nicht so wohlfühlt, so Lockerheit, um Gottes Willen, ist immer, da sagt der Deutsche schnell, oh, das ist alles oberflächlich, das ist seicht. Da redet man sich natürlich gerne raus. Völliger Humbug, aber für mich und meinen Beruf wunderbar. Ich sehe, es gibt noch viel Potenzial in diesem Land, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das mache ich gerne. Dann machen Sie das nochmal direkt, wenn wir jetzt jemanden von unseren Zuschauern haben, der sagt, ach Mensch, ich kann mich damit super identifizieren. Smalltalk finde ich jetzt nicht unbedingt ganz so toll, aber ich soll es ja machen. Wie kann der dieses Gefühl der Abneigung überwinden? Ja, das ist in der Tat voll. Gerade nach dem Vortrag sprach mir auch gerade eine Dame an, die sagte, ich habe immer so Ängste und Hemmungen, auf Leute zuzugehen. Das ist völlig normal, das hat jeder und letztlich kenne ich das natürlich auch. Die German Angst könnte man sagen. Ja, viele Leute haben Hemmung, weil sie glauben, ach Gott, vielleicht habe ich ja gar nichts Interessantes zu erzählen. Oder sie glauben, sie schauen sich um und haben den Eindruck, alle anderen im Raum sind viel smarter oder wirken intelligenter oder sehen besser aus. Also das Glück ist tot, ist der Vergleich. Den Fehler machen wir ja immer. Und insofern spielen ja so verschiedene Aspekte mit rein. Das Ganze fällt zusammen mit einer verbreiteten Unfähigkeit, über sich selbst zu lachen. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Viele haben Angst, in ein Fettnäpfchen zu treten. So, das blockiert uns komplett. Und darum vermeiden lieber viele den Smalltalk, bleiben gleich zu Hause stehen am Rand, ja, anstatt mittendrin zu sein. Wie kann man das überwinden? Am besten ist, glaube ich, die Erkenntnis, dass man sich sagt, oder dass man sich klar macht, dass eigentlich die meisten Menschen darauf warten, dass jemand anders sich aus der Deckung wagt. Alle stehen da irgendwo an Tischen, nicht alle in Gruppen, manche auch alleine. Und die stehen da und denken sich, wie schön wäre das eigentlich, wenn mich jemand ansprechen würde. Und wenn man dann selber den Mut hat, aus der Deckung zu kommen und den ersten Schritt zu wagen, dann kann man in der Regel eigentlich nur offene Türen einraufen. Man ist überrascht, ist wie beim Flirten. Das ist auch, wer es vermeidet, wer es gar nicht macht, der wird auch nie erfahren, ob es geklappt hat. Das heißt, kein Kontakt habe ich ja schon, ich kann nichts verlieren. Also das ist das eine. Und das andere ist, da komme ich wieder auf die Neugierde. Wenn man Neugierde so ein bisschen zu seinem Treibsatz macht, so ein bisschen als Jäger und Sammler und sagt, hier gibt es sicher gute Geschichten und ich will zumindest eine heute Abend mitnehmen, dann ist das schon mal ein Weg zu sagen, ich wage es jetzt mal. Perfekt, Herr Dicoutre, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, ich wage es jetzt mal, misch mich unters Volk und frag mal rum, wie der Tag heute eigentlich so ankam. Vielen Dank.
Ich fand es sehr unterhaltsam. Der Referent war sehr gut. Also top, was er uns näher gebracht hat. Da konnte man viel mitnehmen. Sehr gut. Also ich komme immer gern zur IHK. Man trifft immer nette Leute. Es gibt immer nette, interessante Themen, die einen noch weiterbringen. Ja, war eine tolle Veranstaltung. Also das Netzwerk an sich ist bei der IHK, finde ich, eine ganz tolle Möglichkeit. Ich glaube, es gibt nicht viele IHKs in Baden-Württemberg und vielleicht deutschlandweit, die so ein breites Spektrum an verschiedenen Netzwerken anbieten. Und es soll es auch, man lernt dann immer neue Leute kennen. Man kann sich austauschen, man erweitert seinen Horizont. Und es ist indirekt natürlich auch eine Fortbildung. Also von dem her gelungener Abend. Was ist so Ihr Key Learning von heute? Naja, man sollte vielleicht dann weniger zurückhaltend sein. Also man traut sich nicht. Ich selber, ich bin heute alleine hier und kam hier rein und sehr, sehr viele Leute und dann doch eine relativ große Hemmschwelle, sich da irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und da waren richtig gute Tipps dabei. Und mal schauen, jetzt habe ich ja noch ein bisschen Zeit, das mal ein bisschen zu praktizieren. Was haben Sie gelernt, was für Sie neu war? Es war nicht ganz neu, aber ich habe es noch nie bei einem Vortrag über Gesprächsführung oder so gehört. Das war das mit dem Zuhören. Einfach mal richtig zuhören, den anderen reden lassen, sich auf den anderen konzentrieren, auf die Themen des anderen. Finde ich sehr wertvoll. Guten Appetit. Bei mir ist jetzt Andreas Grauer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Solix GmbH und vor allem hat er auch das erste IHK-Netzwerk mitbegründet. Aber an allererster Stelle, Herr Grauer, dürfen wir Ihnen gratulieren, denn Sie haben ja heute den Netzwerkpreis gewonnen. Glückwunsch, wie überrascht sind Sie? Sehr überrascht. Also ich war davor, habe nichts gehört, nichts gewusst davon und ich wusste, dass ich das Schlusswort sprechen sollte. Und von der Seite war ich ein bisschen arg überrascht, dass ich jetzt auch einen Preis gewonnen habe, weil das war so von meiner Seite aus nicht vorgesehen. Aber natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut, vor allem auch als Netzwerker der ersten Stunde innerhalb der IHK. Genau, Netzwerker der ersten Stunde. Wann haben Sie eigentlich erkannt, dass es sinnvoll ist, so ein Netzwerk aufzubauen? Ich denke mal, das war so im Jahre 2000, 2001 rum. Da gab es die ersten Medientage, die erste Medienmesse hier in Reutlingen im Rundbau. Und damals sind ein paar von den Firmen, die ausgestellt haben, sind wir zusammengesessen und gesagt, da, lass uns doch mal zusammentun, wie können wir denn sowas machen, wie können wir denn sowas aufbauen. Sind dann mit IHK, damals mit dem Thorsten Schwäger auch noch ins Gespräch gekommen. Ja, und wie man sieht, das war 2001, 2002, 2003 haben wir gegründet. Es hat also eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, bis wir dann also dann die Tür eingetütet haben. Und, aber es war dann, denke ich mal, ganz gut, dass wir es gegründet haben und wir haben auch unsere Ziele, sage ich mal, durchweg erreicht. Welche Ziele sind das dann? Ja, das Ziel war eigentlich zu gucken, wie können wir gegen die Großen der Region bestehen. Also wir haben damals immer harte Mitbewerber gehabt, vor allem im Großkundengeschäft heraus. Da sind wir eigentlich nie zu Zuge gekommen, weil wir nie das ganze Portfolio abbilden konnten. Und wir konnten aber gemeinsam können wir das Portfolio abbilden. Und jeder bringt sein Wissen ein aus seinem Fachgebiet. Und wir machen dann Projektmanagement raus und holen dann, geben das Prinzip mit einer Stimme ab, in einer Firma ab und alle anderen zuarbeiten. Und es hat auch bei vielen Projekten gut funktioniert. Das Netzwerk, das Sie mitbegründet haben, heißt ja IT, Telekommunikation und Multimedia. Ich kann mir vorstellen, dass sich das peu à peu verändert, einfach weil die Medienlandschaft sich verändert, oder? Ja, wohl wahr. Also heute spricht man eigentlich mehr von IT. Wegen Telekommunikation geht es auch mehr an die IT über. Die Medientage oder die Multimedia gibt es so gesehen ja auch nicht mehr. Es war damals wirklich noch so die Abgrenzung so zum Thema Webseiten war für sich, dann die Videogeschichten waren für sich. Aber heute ist im Prinzip alles miteinander verschmolzen. Und heute wird im Prinzip alles unter dem Deckmantel der IT komplett gesehen. Aber damals war es wirklich für sich, jede Branche wirklich ein eigenes Standing, ein Standbein. Und da war die Telekommunikation auch noch ganz anders aufgebaut wie heute. Also die Technologie wandelt natürlich stetig fort. Die Technik wandelt sich, das Netzwerken bleibt stets relevant. Wo war es denn für Sie eigentlich am essentiellsten? Können Sie mir eine Situation schildern, in der Sie sagen, Mensch, da war es echt gut, dass ich mein Netzwerk hatte? Also ich denke mal, es war schon während der Gründungsphase 2003, weg mit den Firmen, die wir dort zusammengekommen sind, ist ja immer so, die, wo wir das Netzwerk gründen, die sind auch eng verflochten und die haben auch einen sehr engen Austausch zueinander. Und das sind auch schon vom ersten Tag an immer Business generieren können, was eigentlich für uns damals auch noch junge Firmen waren. Wir haben 2000 gegründet, waren drei Jahre auf dem Markt drauf. Ist halt für uns natürlich immer sehr gut, wenn man auch dann doch auch Geschäft generieren kann.
Und das sind so die Highlights. Auch deswegen, was für mich immer wichtig ist, ich verstehe das Netzwerken auch dadurch, so wie es Herr Dr. Epp vorher gesagt hat, ist es die Persönlichkeit erstmal in der Vordergrund, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, und gucken, mit wem kann ich überhaupt zusammenarbeiten. Wir hatten Kunden, die konnten wir in gewissen Bereichen nicht bedienen, aber die anderen konnten sie bedienen. Und so haben wir dann im Prinzip untereinander haben wir die Geschäfte, sage ich mal, ja, vergeben, mehr oder weniger. Und dabei kann ich einen Kunden halten, aber trotzdem mit jemand anders bedienen. Und das war eigentlich ganz gut. Und das machen wir bis heute noch so. Also wir haben halt immer noch, sage ich mal, regen Kontakt untereinander. Das ist sehr schön, weil das spricht dafür, dass es sich auf jeden Fall auch bewährt hat. Sie haben ja jetzt hier auch viele neue Leute im Raum wahrscheinlich gesehen. Was würden Sie Leuten mitgeben, die noch nicht so die professionellsten Netzwerker sind? Was sollen die lernen? Also sagen wir es. Das, was wir auch gehört haben, dass wir so das Visitenkarten austeilen, das ist das mit allen Gewalt Business zu machen, nur das Business da ist, das wird nicht funktionieren. Es funktioniert auf der persönlichen Ebene. Das heißt, gucken mit Leuten, die ich gut kommunizieren kann, mit denen ich gut unterhalten kann, da gibt es das eine automatisch das andere. Ich sage mal so, bei mir geht es über den persönlichen Kontakt. Jemand, der mir wohlgesonnen ist, wo wir beide ein gutes Verhältnis haben, da wissen wir auch, da wird es auch im Business funktionieren. Weil wenn es privat nicht funktioniert, funktioniert das Business erst recht nicht. Also von daher gesehen ist, denke ich mal, erstmal versuchen auf der Kommunikationsebene, auf der Kommunikationsebene Gleichgesinnte zu suchen, sich mit ihnen auszutauschen, dann wird es eines oder anderes schon ergeben. Man braucht Zeit. Also zu sagen, ich gehe in ein Netzwerk rein und so und komme nach ein oder zwei Mal mit viel Business raus, wird nicht ganz funktionieren. Das ist dann utopisch, aber es geht um die perfekte Kommunikation. Sie haben sehr schön mit mir kommuniziert, Herr Grauer. An der Stelle nochmal einen ganz großen Glückwunsch und danke, dass Sie heute bei uns sind. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Danke. Alle guten Dinge sind drei. Mein letzter Talkgast ist soeben auch eingetroffen, Dr. Kirstin Schreiber. Sie ist die Leiterin des Netzwerkbüros der IHK hier in Reutlingen. Schön, dass Sie hier sind. Und jetzt frage ich einfach mal ganz aus Ihrer Sichtweise nach, was leistet denn so ein Netzwerk? Also das eine, was ein Netzwerk natürlich leistet oder einem bringt, sind Impulse. Gute Ideen entstehen ja meist im Austausch, im Dialog. Man braucht einen Sparringpartner, mit dem man sich austauschen kann, um dann einfach selber nochmal einen anderen Blickwinkel zu entwickeln, neue Perspektiven einzunehmen und sich so eben weiterzuentwickeln, auf neue Ideen zu kommen. Und Ansprechpartner findet man natürlich im Netzwerk, auch fachliche Ansprechpartner gerade, mit denen man sich austauschen kann. Und das hilft einfach dem Einzelnen, sich weiterzuentwickeln. Also Impulse als ein ganz wichtiger Teil. Der zweite, natürlich große Teil, sind die Kontakte. Man lernt im Netzwerk neue Personen kennen, neue Unternehmen kennen. Man erfährt so ein bisschen, was es überhaupt alles so gibt. Was sind die Schwerpunkte von anderen Unternehmen? Was machen die? Wie machen die es? Und man hat auch einfach für den Alltag dann Ansprechpartner. Daraus können sich Geschäftsbeziehungen entwickeln, natürlich. Da können neue Projekte daraus entstehen. Es kann aber auch sein, dass man einfach einen neuen Partner hat, quasi einen Kollegen in einem anderen Unternehmen, den man dann einfach mal anrufen kann, quasi auf einem kurzen Dienstweg mal nachfragen kann, wie macht ihr das denn? Habt ihr auch diese Herausforderungen gerade? Wie läuft das bei euch? Wie macht ihr das? Also der direkte Austausch, Kontakte und Impulse, würde ich sagen, sind so die großen Merkmale. Impulse hat es auch bei mir gegeben, muss ich ehrlich sagen. 50 oder über 50 Netzwerke, das ist ja unwahrscheinlich viel und da sind auch wirkliche Exoten dabei. Was waren die neuesten, die dazu gekommen sind? Die neuesten, die wir jetzt dieses Jahr noch gestartet haben, das war einmal ein Netzwerk für die Immobilienwirtschaft, also wieder ein Branchennetzwerk. Und das zweite Netzwerk, ganz jung jetzt dabei, das sind die Projektmanager. Projektmanagement ist ja auch sein Berufsfeld, das es inzwischen in fast jedem Unternehmen gibt. Und die möchten wir jetzt eben auch verstärkt vernetzen. Die beiden Netzwerke sind dieses Jahr gestartet und werden beide auch sehr, sehr gut angenommen. Das ist ganz spannend zu sehen, weil man einfach sagt, es ist auch branchenübergreifend ein Netzwerk aufgebaut und das ist, glaube ich, sonst ja auch sehr schwierig zu finden. Was ist Neues geplant? Was wird vielleicht noch kommen an Netzwerken? Sie wollen ja wachsen, werden ja bestimmt 60. Bestimmt, ja. Wir haben noch einiges in der Pipeline. Wir sind gerade dabei, ein Netzwerk auf die Füße zu stellen für den Großhandel. Weiterhin, auch gerade in den Startlöchern eigentlich schon, ist einmal ein Netzwerk für die Betriebswirtschaft, wo wir einfach Betriebswirtschaftler, BWLer zusammenbringen möchten. Auch das wieder ganz branchenübergreifend. Und außerdem planen wir gerade ein Netzwerk für Frauen in der Wirtschaft, also für Unternehmerinnen, um ganz gezielt eben weibliche Führungskräfte auch zu vernetzen. Auch ganz interessant, schreibe ich mir direkt hinter die Ohren. vielleicht nochmal eine etwas persönlichere Frage. Gab es bei Ihnen schon mal die Situation, wo Sie sagen, da habe ich wirklich an einem Netzwerk oder von einem Netzwerk profitiert in meiner Arbeitswelt? Also ich glaube, dass wir alle ständig von Netzwerken profitieren, teilweise auch ohne das so richtig zu merken, dass man unbewusst ständig Netzwerke aktiviert und nutzt.
mir, ja, also im Beruflichen ist es mir auch ganz wichtig, mich mit Kollegen auszutauschen, die eben was Ähnliches machen. Es gibt tatsächlich so ein bisschen das Netzwerk, der Netzwerkmanager bei uns. Also alle Kollegen, die sich eben auch mit Netzwerken befassen, wir treffen uns ganz gezielt regelmäßig, tauschen uns aus und das gibt mir ganz viele Impulse einfach für die tägliche Arbeit tatsächlich. Das sind ganz praktische Tipps, die man da mitnehmen kann, wo man ganz offen mal Fragen stellen kann, wie andere mit Problemen vielleicht umgehen oder mit neuen Herausforderungen. Ja, also ich bin auch selber quasi in einem Netzwerk und kann sagen, das bringt mir ganz viel für die tägliche Arbeit. Das ist ganz spannend, das Netzwerk für Netzwerke, aber da sieht man schon, wie viel man einfach lernt. Das hätte ich jetzt vorher auch nicht gewusst. Wenn die Zuschauer draußen jetzt auch was lernen wollen und gerne in ein Netzwerk kommen würden, an wen können die sich denn dann wenden? Sehr gerne an uns, also an das Netzwerkbüro der IHK Reutlingen, da beraten wir gerne, empfehlen oder erzählen einfach erstmal, was es überhaupt gibt an Netzwerken nochmal, denn es sind ja so viele, dass es vielleicht schon schwer wird, da durchzublicken als Außenstehender. Da beraten wir einfach gerne, erzählen schon mal, was in den einzelnen Netzwerken so gemacht wird, was vielleicht in Frage kommt für die Person. Also gerne ans Netzwerkbüro. Es ist aber so, dass jedes Netzwerk auch einen persönlichen Ansprechpartner hat. Das ist, alle unsere Netzwerke sind da auf der Homepage natürlich zu finden mit direktem Ansprechpartner. Wenn ich also weiß, was ich suche, dann ruhig direkt an die Person im Zweifel. Einfach beim Netzwerkbüro. Wir helfen auf jeden Fall weiter und vermitteln dann den richtigen Kontakt. Also nutzen Sie auf jeden Fall die Chance, entweder kontaktieren Sie Frau Dr. Schreiber und die Kollegen und Kolleginnen bei der IHK persönlich oder Sie schauen mal im Internet vorbei. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich muss sagen, ich habe allein heute schon so viel über das Netzwerken gelernt, dass ich ganz gespannt bin, was da noch alles kommt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und ich sage bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. IHK Reutlingen. Infos zu unseren IHK-Netzwerken finden Sie auf www.ihkrt.de/netzwerke. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder E-Mail unter 07121 2010 oder netzwerke@reutlingen.ihk.de.